Hallöchen. Hallo. Da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt was, wovor wir uns eigentlich schon, wie lange drücken? Aber schon einen Monat. Wenn nicht sogar länger. Mindestens. Also ich habe was bestellt. Könnt ihr euch mal angucken? So. Tausendjährige Eier. Die sind natürlich nicht 1000 Jahre alt. Die werden ungefähr eine Woche lagern die. In bestimmten Gewürzen und in Späne werden die gerollt und dann, ja, und dann reifen die sozusagen. Rohe Eier werden dazu benutzt. Und dann Enteneier sind sie übrigens. Enteneier. Und dann sehen die übrigens so aus. Die sind alle unterschiedlich groß. Hier ein paar kleine, ein riesiges Ei. Guckt euch das mal an hier. Das ist schon angeknackst. Waren die mal weiß? Enteneier? Die werden sicherlich mal weiß gewesen sein. Und hier, wenn es so braun ist, das ist von dieser Sägespäne. Guckt euch das mal an bei YouTube, da könnt ihr euch Videos angucken. Ich glaube Galileo, und da zeigen sie euch, wie tausendjährige Eier hergestellt werden. Das ist total interessant. Und ich liebe Herausforderungen, obwohl ich mich total wirklich so eklig, ich habe schon Magenschmerzen gehabt, aber ich wusste, wir machen das heute. Und wir testen das jetzt. Es soll nicht so schlimm schmecken, wie es aussieht. Aber der Kopf, wie gesagt, der spielt mit. Ich kann ihn auch nicht ausschalten. Ich finde es einfach so eklig. Ich nehme jetzt mal das hier. Ich nehme jetzt mal ein Mittelei. Ja, genau, mach ich. Ich pelle es jetzt ab. So sieht es aus. Man sieht schon, dass das Innere sehr dunkel ist. Und das ist ziemlich groß. Jetzt gucken wir mal. Ich versuche es mal so abzupellen. Hoffentlich stinkt es nicht so. Willst du durchschneiden? Oder mit Schale? War so ganz... Jetzt sieht aus, als ob das ein Mumienei ist. Ey, Leute. Oh, guck mal, bewegt sich hier. Ey, Leute, ohne Scheiß. Das wackelt da drin rum. Ich weiß ja, dass da nichts Lebendes drin ist, aber ey, das bewegt, hat sich, hast du gesehen, dass sie bewegt hat? Ja, ein Entenmumie ist das. Das lebt noch. So, und also springt mich gleich was an. Was Schwarzes. Da ist auch so eine... Oh, das ist wie Kohle schwarz. Bin ich mal gespannt, irgendwann, wenn wir nochmal ein Ei aufmachen. Wie gesagt, ich verteile ich ja, ich lasse ja andere auch mal kosten. Oh, ob sich das dann auch so bewegt. Gänsehaut. Vielleicht ist es auch ein Unterdruck. Das hat sich zusammengezogen, war so knautschig wie so eine... Oh, ist ja wie Kohle, krass. Guckt euch das doch mal an. Das ist der Hammer. Also, wie gesagt, wer so eine Sachen liebt, muss ich ja wirklich oben auspellen, lässt sich ein bisschen schwer abpellen. Wer so eine experimentellen Sachen liebt... Ich muss mal sagen, die sehen wirklich echt sehr schwarz aus, weil die ich bei YouTube gesehen habe, die waren nicht so schwarz. Also die halten auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr im Mai. Ich habe jetzt drauf geguckt. Und muss auch nicht in den Kühlschrank tun. Nee, ich will noch nicht riechen. Ich muss mich erst darauf einstellen. Riech ein bisschen, naja, wie faulige Eier halt, wa? Judith, wenn wir jetzt Fisch gegessen haben, der schon überlagert war, schon lange überlagert war. Ich krieg das kaum ausgepellt. Tut mir leid, ihr könnt hier schnell weiterspulen. Das ist wirklich so hammerschwarz. In keinem Video habe ich das so schwarz gesehen. Nee. Krass. Guckt euch das doch mal an. Das ist wie... Wie Kohle, wie Kohle. Oh, jetzt das sieht aber schon krass aus, war, finde ich. Aber es gibt ja auch diese Balut-Eier mit den angebrüteten Küken. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, würde ich nicht essen. Schon wenige Küken irgendwie aus Prinzip nicht. Und die sehen ja noch ekliger aus. Also sieht jetzt richtig... Oh, da oben ist es... Oben ist es ein bisschen durchscheinend. Blutig oder... Soll ich mal sagen, vor was ich am meisten Angst habe, vom Innenleben. Weil das soll so cremig sein und... Das riecht wirklich echt... So, jetzt schneide ich es mal durch. Vielleicht mal halten und du kannst mal halten, ja, dass man sieht. Ja, achso, ja. So. Willst du mal riechen? Nein, will ich erstmal nicht. Oh, es schneidet sich ein bisschen.
Ja, genauso eklig sieht es aus wie... Mm, lecker. Guckt mal euch das mal an hier. Warte mal, ich nehme mal das kleinere. Aber guckt euch, ich mach mal so. Ja. Guckt euch mal an. Das sieht wirklich echt wie... Also, wie gesagt, diese Außenhülle geht noch. Und das sieht wohl echt... Guckt euch mal, wie matschig das ist. Oh, also das schreckt mich schon ab. Oh, ich trau mich nicht. Oh. Das riecht wie... Ey, aber das riecht echt... Kannst du das Gehirn ausschalten jetzt? Also, ich finde das so... Also zuerst in der Mitte, finde ich, hier riecht es normal nach Ei. In der Mitte? Aber, oh, Alter, jetzt wird aber schlimmer. Je häufiger ich dran rieche, desto ekliger wird das. Warte mal. Warte mal. Kostest du schon? Ich weiß erstmal... Sag mal nichts, das esse ich nicht. Ich habe dann Feuer. Schmeckt ein bisschen salzig. Also schmeckt nicht so schlimm, aber ich darf auch nicht hingucken. Schmeckt nach Ei. Salzig Ei. Aber es ist absolut abstrakt, wa? Der Geruch und der Geschmack entsprechen überhaupt gar nicht. Das Ei schmeckt wie Ei. Hast du schon in der Mitte gegessen? Ja, klar. War das eklig? Nein. Oh, das ist... Das, ich muss ausschalten. Das ist nur ein Ei. Das ist ein ganz leckeres Ei. Guck mal hier von der Seite. Das ist ein ganz leckeres Ei. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie eklig das ist. Ich trau mich nicht. Du schaffst es. Los, los. Ich mach nochmal. Komm, wir beide. Eins, zwei, drei. Oh, die Konsistenz. Oh, ja. Aber die Konsistenz ist eklig. Das finde ich nicht so schlimm. Also, schmeckt ganz normal. Oh. Aber hast du, also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Der Geschmack ist nicht schlimm, aber die Konsistenz ist so... Oh. Oder ist es einfach, weil es so... Ich finde es nicht schlimm. Also ich esse es jetzt nicht auf. Vielleicht habe ich auch so viel von der Mitte. Guck mal hier. Oh. Also die Mitte ist eklig, ne? Also weil die hier richtig so... Oh, ich kann... So rausflutscht. Mm. So, jetzt leckt das mal ab in der Mitte. Das habe ich mich gegessen. Was kriege ich denn dafür? Oh. Wiss ich nicht, such dir was aus. Noch ein Ei? Oh, das ist... Findest du nicht eklig? Ich finde diese Konsistenz so widerlich. Wie Schnecke oder so, wie... Na, weil die Schleim, ja, wie Schleim der Schnecke oder so. Wenn ich so eine Bilder am Kopf habe, dann ist mir das eklig. Also das finde ich schlimm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das... Das schmeckt ganz normal. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber es schmeckt wie Ei. Es schmeckt wie Ei. Ganz normal. Scheiße. Also das Einzige, was es jetzt aussehen und das Riechen ist eklig. Also vom Geschmack her ist das total unspektakulär für mich. Eigentlich die Konsistenz ist für mich... Also ich glaube, ohne Eigelb... Oh, Eigelb ist es ja nicht mehr, es ist schwarz, gell? Schwarzei. Schwarzei. Schwarzes Eidotter. Ich glaube, da hätte ich es nicht so schlimm gefunden. Diese Konsistenz ist für mich, obwohl es eigentlich nach Ei schmeckt. Ich habe versucht mal jetzt zu überlegen, ich esse ein gelbes Frühstücksei. Die sind ja auch so ein bisschen, aber die sind nicht so schleimig. Die sind ein bisschen, ich mag ja mein Ei oben mal ein bisschen flüssig. Also das Eigelb. Und das nicht ganz so. Von der Konsistenz ist es schleimiger, wie so Schneckenschleim. Ich finde es cremig. Also so cremig, ja. Cremig kann man auch cremig sagen. Und das hier sieht so ein bisschen wie Gummi. Das finde ich ist viel zu dieses Äußere, das so wie durchscheint. Gummibärchen. Wie Gummibärchen. Könnt ihr aber mal probieren. Ich wollte es unbedingt probieren. Ich habe auch gedacht, dass es nicht so schlimm schmeckt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Konsistenz so ein Problem habe. Die Konsistenz ist einfach echt eklig. Für mich ist es eklig. Konntest du noch aufessen, Judith? Nee, ich habe gerade Fisch gehabt. Ich war mir nicht sicher, ich überlege mal. Ich habe ja noch einen ganzen Nachmittag. Kannst du noch einen mitnehmen? Nee, ich will dir die Freude nicht geben. Also, Die Eier, falls ihr es mal austesten wollt, könnt ihr bei Amazon bestellen. Ich habe nur einen Anbieter gefunden, wo es die gibt. Boah. Also der, ich muss sagen, der Geruch verschwindet, ne? Ja. Ist mir ja so schlimm. Wenn ihr das Ei auspellt, stinkt es schon ja nach verfaulter Eier. Aber es schmeckt nach Ei. Das Eiweiß, oder das hier, das schmeckt
Gelee. Gummi. Ja, das wie weicher Gummi, wie weiches Gummibärchen. Also ein bisschen stärker. Gummi. Das innen drinne würde ich nicht nochmal essen. Ich würde es nicht nochmal essen. Da ekel ich mich so drauf. Ich würde es dann wahrscheinlich rausmachen. Guck mal hier, wie schnell das rausgeht hier. So. Krass. Und überraschend schwarz war es. Also ja. Auf allen YouTube-Videos, die ich gesehen habe, war es nicht ganz so schwarz. War es mehr so ein bisschen durchscheinend. Aber die ganzen Gewürze oder so, das schmeckt gar nicht. Also ich finde es, ich war jetzt ein bisschen... Die Gewürze sind wahrscheinlich wirklich nur zum... Zum Färben oder was? Nee, zum... Konservieren. Ach so. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr an Geschmack drin. An ich habe gedacht, es schmeckt ekliger. Wie gesagt. Bist du enttäuscht? Nee. Die Konsistenz war für mich echt... gut, nochmal nicht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht probiert das auch mal aus. Irgendwelche skurrilen Sachen zu testen, zu probieren. Könnt ihr auch ein Video drehen. Könnt ihr auch ein Video drehen. Ich habe da mal Spaß dran, auch andere zu sehen. Ja. Und ja, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.